Hallo meine Lieben, ich möchte heute diese Palette vorstellen. Und zwar ist die von W7, das ist eine recht günstige Marke, die auch sehr viele Dupes macht. Und zwar nennt sich diese Palette Toasted. Und da sind 4 Lidschatten drin, die mich so ein bisschen auch an die eine Naked Palette erinnern. Ich swatch euch die mal. So, also das sind die Farben jetzt quasi so. Die helle erkennt man jetzt gerade nicht so gut. Aber ich finde, dass die Palette recht gut pigmentiert ist. Und das für einen Preis für 4,50 Euro finde ich völlig okay. Also wirklich top. Bekommt man auf Amazon. Den Link dazu findet ihr alles in der Infobox. Und ich kann sie euch empfehlen. Ich habe auch diesen Make-up-Look damit geschminkt. Und wenn ihr jetzt noch dran bleibt, dann könnt ihr auch gucken, wie ich den geschminkt habe. Und ja, Blackie's fine. Und falls euch interessiert, was ich auf den Lippen habe, da benutze ich einen Lip Liner, der ist auch von W7, aber er hat keine Farbangabe. Das finde ich jetzt ein bisschen blöd, aber ja, da gibt es glaube ich auch gar nicht so viele. Ich habe noch einen roten zu Hause, die sind auf jeden Fall auch sehr schön, die halten ganz gut. Und auf den Augenbrauen habe ich auch einen W7 Eyebrow Pencil und zwar ist der Brow Master und da gibt es auch keine bestimmte Farbe. Das ist einfach so ein dunkles Aschbraun. Ich dachte, ich stelle euch das mal so ein bisschen vor, aber wirklich empfehlen kann ich euch die Palette, falls ihr solche Farben gern mögt. Und ich finde vor allem diesen Kupferton ganz toll, weil den findet man sonst in der Drogerie in ganz vielen Paletten nämlich nicht. Und ja, für den Preis ist sie auf jeden Fall gut. Ich trage mir erstmal meine Eyeshadow Base auf und zwar ist das der MAC Paint Pot in der Farbe Bare Study und dafür nehme ich so einen flachen Pinsel. Dann nehme ich so einen fluffigen Pinsel und benutze die hellste Farbe aus der Lidschattenpalette und trage die auf meinem ganzen beweglichen Lid auf. Dann benutze ich diese Farbe und trage sie in der Lidfalte auf. Dann nehme ich den Applikator, der bei der Palette dabei war und benutze diesen wunderschönen Bronzeton und trage den am beweglichen Lid am äußeren Rand auf und in der Mitte. Jetzt verblende ich das Ganze erstmal schön mit einem Blenderpinsel. Dann benutze ich die dunkelste Farbe und mache die in die äußere Lidfalte. Und das verbinde ich dann hier unten mit dem Augenaußenwinkel, das gibt dann dieses schöne V. Und dann wieder alles schön verblenden. Dann benutze ich mein ganz normales Gesichtspuder und trage das hier oben ein bisschen auf, um hier einfach einen weicheren Übergang zu schaffen. Und dann nehme ich nochmal diese Farbe und trage sie am unteren Wimpernkranz auf. Jetzt benutze ich einen schwarzen Kajal und zwar ist der von Lancôme und trage den auf meiner oberen Wasserlinie auf. Das heißt, ich nehme hier die Wimpern hoch und trage das hier auf. Und ich trage auch ein bisschen Kajal hier unten im äußeren Augenwinkel auf. So, und jetzt tusche ich noch meine Wimpern. Ich habe jetzt meine oberen und unteren Wimpern getuscht. Und jetzt fehlen noch die Augenbrauen. Und dafür nehme ich auch einen Augenbrauenstift von W7. Hier diese Farbe, so ein Aschbraun. Und das Schöne ist, der hat einmal so eine durchsichtige Seite. Und die benutze ich immer zuerst. Und dann benutze ich diese Seite. Und dann einmal hier mit drüber und dann bleiben die Härchen auch an ihrer Stelle.
war's mit meinem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Schaltet doch das nächste Mal wieder ein und lasst mir hier unten ein Abo da. Und wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir ein Däumchen hoch. Wenn nicht, dann lasst es bleiben. Und ich freue mich natürlich sehr über Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!